wenn man mich gefragt hat, ich habe immer gleich geantwortet, so nach dem Motto, natürlich schaffen wir das, das haben wir schon immer geschafft. Wenn es ein Team schaffen kann, dann wir. Ich sage nämlich auch immer zu Sonnenwagen immer chaotische Kreativität. Grundsätzlich war es auf jeden Fall eine sehr, sehr spezielle Erfahrung, aber genau deswegen macht man es ja. Also zwischen Belgien und Marokko ist halt vieles noch vor allem verfeinert worden. Unter anderem zum Beispiel der Mechanismus für den Deckel und fürs Cockpit. Das sind so die beiden größten Sachen gewesen, rein die man so von außen jetzt sieht direkt. Dann gab es noch eine weitere Sache, und zwar in Belgien sind wir mit unserer Prototypenbatterie gefahren. Und da haben wir auch noch mal bis Marokko ein bisschen was nachgerüstet und da auch noch mal eine neue Batterie für aufgebaut. Ich habe uns eigentlich gesehen, geil, diese Nacht noch die letzten Feinheiten am Auto machen, so aerodynamisch, dann passt es, kriegen wir noch hin und dann können wir morgen starten. Racer-Batterie lief auch echt gut. Wenn man schon mal ein Rennen mitgemacht hat, in dem man sich dreimal überschlagen hat und trotzdem noch weitergefahren ist, dann hat man irgendwann so ein Grundvertrauen, dass es irgendwie immer klappt. Es gab echt Momente, in denen es eng war. Also ich meine, der deutlichste Moment war sicher der Unfall einen Tag vorm Rennen. Auf der Teststrecke war ja auf der Straße am Rand war halt so ein kleiner Stumpf. Jedenfalls ist unser Wagen da drüber gefahren, dann ins Schleudern gekommen und danach seitlich gegen einen Bordstein geprallt, was die Radaufhängung rausgerissen hat, das unsere Außenhülle stark beschädigt hat und einen Schlag in unsere Batterie gegeben hat, die halt daraufhin kaputt gegangen ist. Ich habe im ersten Moment also zu keinem Prozent daran geglaubt, dass dieses Auto jemals wieder einen Meter fahren wird. Aber wenn du dann halt da hinkommst an diesen Unfall und du weißt, Strukturbatterie und Fahrwerk begrenzt und du hast weniger als eine Nacht, also du hast nur eine Nacht Zeit, um das Auto zu reparieren, dann siehst du dieses Ziel so ein bisschen vor deinen Augen verschwimmen. Genau dann ist unser Team so unfassbar stark. Wir haben die Tradition, dass wir immer was kaputt machen, egal in welchem Rennen wir antreten. Und halt immer kommen wir wieder raus und wir haben es repariert. Also ich kannte Kniepix tatsächlich auch vorher schon. Ich meine, ich bin selber Hobbybastler, würde ich sagen, seitdem ich, keine Ahnung, mein Vater hat eine Werkstatt und da wächst man halt irgendwie so rein. Und Kniepix ist ein großer Werkzeughersteller und dann liegt es einfach nahe, dass man da versucht, irgendwie Kooperationen anzufragen. Eine sehr wichtige Sache, die wir von Kniepix bekommen haben, war der Werkzeugkoffer. Der Koffer, den wir davor hatten, ist uns halt auseinandergefallen, einfach weil der kaputt gegangen ist. Der Koffer, den wir jetzt bekommen haben, der ist halt erstmal ist der unfassbar groß. Und halt zweitens, den kann man gefühlt irgendwo hinwerfen und da passiert überhaupt nichts mit. Ja, das Wichtigste ist, dass man halt mehrere Seitenschneider hat, die halt immer scharf sind, dass man Sachen vernünftig und konsistent abisolieren kann. Das haben wir tatsächlich öfter benutzt, als ich gedacht hätte. Es ist super, super ärgerlich, wenn man kein gutes Werkzeug hat. Also, wenn man ein gutes Werkzeug hat, dann nimmt man das irgendwie als selbstverständlich wahr und quasi, glaube ich, widmet dem nicht genug Aufmerksamkeit und merkt erst, wenn man mal irgendwie schlechtes Werkzeug hat, wie wichtig das ist. Der Höhepunkt des Tages war dann am dritten Tag, als halt unser Wagen lief schon am zweiten Tag perfekt. Aber am dritten Tag konnten wir den Tag komplett richtig gut durchfahren. Wir hatten überhaupt keine Probleme und es hat sich so gut angefühlt. Also wir als Team, das Rennen lief auf einmal. Und wir haben uns wie die Gewinner des Tages gefühlt. Und ich würde sagen, das war der beste Moment des Rennens für mich. Sonnenwagen für mich ist so eine Ansammlung an schönen Momenten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich enorm glücklich war, als ich gesehen habe, dass dieses Auto quasi jeden Berg, den es nimmt, hochfahren kann. Ich glaube, da war ich schon ja, enorm zufrieden einfach mit dem, was wir geleistet hatten. Man lernt super viel Technisches, man lernt viele Soft Skills, man lernt richtig tolle Menschen kennen, mit denen man nachher befreundet ist. Also man kommt nicht zu Sonnenwagen, um zu arbeiten, man kommt zu Sonnenwagen, um halt nachher 40 Freunde zu haben. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu Sonnenwagen zu kommen.
haben wir es geschafft! Los! Nimm seine Wagen! Nimm seine Wagen! Nimm seine Wagen! Wir haben es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit von einem Unfallwagen auf einen eigentlich sehr zuverlässigen Wagen wieder zu kommen. Und darauf bin ich auf jeden Fall sehr stolz. Das ist eine Leistung, die, glaube ich, nicht zu klein zu bewerten ist.